Hallihallo, ich bin Theresa und es freut mich, dass du beim nächsten Video wieder dabei bist. Für dieses Video solltest du mein Intro-Video gesehen haben. Hol dir wieder einen Taschenrechner sowie einen Stift und einen Zettel. Sobald du alles geholt hast, kannst du das Video starten. Wiederholen wir kurz die wichtigsten Punkte aus dem Intro-Video. Dafür brauchst du jetzt deinen Taschenrechner. Am Ende des Videos habe ich erklärt, wie man Quadratwurzeln im Taschenrechner eingibt. Probier es einmal bei dem folgenden Beispiel aus. Was ist die Quadratwurzel aus 67? Pausiere kurz das Video und versuche es selbst. Die Quadratwurzel aus 67 ergibt im Taschenrechner 8,18535277719 oder auf Hundertstel gerundet 8,19. Quadriere nun das Ergebnis vom Taschenrechner. Was kommt nun bei dir heraus? Pausiere dafür kurz das Video. Es sollte wieder 67 herauskommen. Falls du dich erinnern kannst, ist das Quadratwurzelziehen und das Quadrieren entgegengesetzte Rechenoperationen. Das bedeutet, wenn du von einer Zahl die Quadratwurzel ziehst und das Ergebnis quadrierst, kommt genau dieselbe Zahl wieder heraus. Berechne noch die zweite Aufgabe. Was ist die Quadratwurzel aus 0,6? Dafür kannst du wieder kurz das Video pausieren. Die Antwort ist auf Hundertstel gerundet 0,77. Bestimme als nächstes von der zweiten Aufgabe den Radikanten und den Wurzelwert. Pausiere dafür wieder kurz das Video. Hier ist der Radikant 0,6. Und der Wurzelwert 0,77. Wie bei vielen mathematischen Themen gibt es auch bei Quadratwurzeln bestimmte Rechenregeln. Dafür schauen wir uns jetzt ein paar Beispiele an. Die Frage ist, wer hat die Testaufgabe die Quadratwurzel aus 36 plus 64 richtig gerechnet? Hermine rechnet die Aufgabe folgendermaßen. Hermine berechnet zuerst 36 plus 64 und kommt so auf die Quadratwurzel aus 100. Und die Quadratwurzel aus 100 ist 10. Harry rechnet die Aufgabe so. Er sagt, die Quadratwurzel aus 36 plus 64 ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus 36 plus die Quadratwurzel aus 64. Das ergibt nun 6 plus 8 und die Summe daraus ergibt 14. Wer hat nun recht? Die Antwort ist, Hermine hat recht. Da das Wurzelziehen die Umkehrung des Quadrierens ist, wie wir durch das Intro wissen, muss in Klammer die Quadratwurzel aus 36 plus 64 hoch 2 gleich 36 plus 64 gleich 100 gelten. Also wirkt das Wurzelziehen wie eine Klammer. Das bedeutet, wir können auch eine Klammer unter der Wurzel setzen. Nachdem wir Klammern zuerst berechnen müssen, gilt die Quadratwurzel aus 36 plus 64 ist gleich die Quadratwurzel aus 100 und das ist gleich 10. Im Allgemeinen können wir diese Regel nun so definieren. Die Quadratwurzel aus a plus b ist ungleich der Quadratwurzel aus a plus der Quadratwurzel aus b. Wie schaut das nun bei anderen Rechenarten aus? Schauen wir uns dafür die nächste Aufgabe an. Dieses Mal wollen wir die Quadratwurzel aus 169 minus 25 berechnen. Nina und Jakob stellen folgende Aussagen auf. Nina behauptet, es ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus 169 minus die Quadratwurzel aus 25. Das würde 13 minus 5 gleich 8 ergeben. Jakob sagt aber, dass das genauso wie bei der Addition sein muss und deswegen gilt, die Quadratwurzel aus 169 minus 25 ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus 144 und das ergibt 12. Wer hat nun wieder recht? Stoppe kurz das Video und überlege, wer deiner Meinung nach recht hat. Die Antwort ist, dass Jakob recht hat. Bei der Subtraktion gilt genauso wie bei der Addition, dass wir den Radikanten nicht aufspalten dürfen. Wir haben wieder genau dieselbe Erklärung wie bei der Addition. Das Wurzelziehen ist die Umkehrung des Quadrierens und dadurch müssen wir uns vorstellen, dass der Radikant in einer Klammer steht.
Allgemein können wir diese Rechenregel wieder so aufschreiben. Die Quadratwurzel aus a minus b ist ungleich der Quadratwurzel aus a minus der Quadratwurzel aus b. Überlegen wir weiter. Wie sieht es nun bei der nächsten Aufgabe aus? Wir wollen die Quadratwurzel aus 16 mal 4 berechnen. Isra dachte sich, beim Multiplizieren muss das genauso sein wie bei der Addition und Subtraktion und geht die Aufgabe nun folgendermaßen an. Die Quadratwurzel aus 16 mal 4 ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus 64 und die Quadratwurzel aus 64 ist 8. Maya ist neugierig und möchte wissen, welches Ergebnis sie auf die andere Art rausbekommen würde. Das bedeutet, die Quadratwurzel aus 16 mal die Quadratwurzel aus 4. Und das ist 4 mal 2 und das ergibt 8. Wir sehen also, bei der Multiplikation kommt auf beiden Wegen der gleiche Wert raus. Also dürfen wir die Wurzel auch getrennt berechnen. Das bedeutet, es gilt im Allgemeinen, die Quadratwurzel aus a mal b ist gleich die Quadratwurzel aus a mal die Quadratwurzel aus b. Eine Rechenoperation haben wir noch übrig, die Division. Die neue Rechenaufgabe lautet, was ist die Quadratwurzel aus 100 dividiert durch 25? Robert ist so schlau und probiert gleich beide Varianten aus und kommt auf die folgenden Ergebnisse. Zum einen ist es genau dasselbe wie die Quadratwurzel aus 100 durch die Quadratwurzel aus 25 und das ergibt 10 durch 5, was 2 ist. Zum anderen überlegt er sich, dass 100 dividiert durch 25 4 ergibt und die Quadratwurzel aus 4 ergibt ebenso 2. Also kommt man bei der Division genau auf dasselbe Ergebnis wieder. Das bedeutet, wir können im Allgemeinen wieder schreiben, die Quadratwurzel aus a durch b ist dasselbe wie die Quadratwurzel aus a durch die Quadratwurzel aus b. Ich fasse das alles nochmal zusammen. Wir haben die folgenden vier Rechenregeln bei Quadratwurzeln. Bei Summen und Differenzen darf nicht getrennt die Wurzel gezogen werden. Bei Produkten und Quotienten aber schon. Für was sind diese Rechenregeln nun gut? Diese Rechenregeln sind vor allem beim Lösen von Gleichungen wichtig, damit du keine falschen Lösungen berechnest. Außerdem brauchst du für das sogenannte partielle Wurzelziehen eine bestimmte Rechenregel. Was genau das partielle Wurzelziehen ist, erfährst du im nächsten Basic-Video. Bleib also dran und ich sehe dich im nächsten Video. Bis bald!